Hey Leute, willkommen zurück hier bei Life is Strange Before the Storm. Und scheinbar ist dieses Spiel nicht darauf ausgelegt, dass man sich hier alles einmal ordentlich anschaut, sondern man muss sich hier scheinbar beeilen. Wir gehen trotzdem erst zu Drew rein, denn Rachel wurde ja das letzte Mal So Opfer relieved that Rachel's eines awake. Unfalls. I should see her right away. Aber auch Drew wollen wir erst noch besuchen. Deswegen tut mir leid, Rachel. Hey. You made it. Oh. Hey, Chloe. Hey, Drew. Wie geht's deinem Knie? How's your knee doing? Do they think it's gonna heal? I'm not sure actually. It's too early to tell. Sorry to hear it. It's all good. Love the hair, by the way. Pretty cool. Danke. Thanks. Just trying it out. Sometimes you've just got to do something new. Hey, any news about Rachel? Her mom seemed hopeful. She just woke up. I'm going to see her soon. How'd she get hurt? You'll think I'm joking when I tell you, but I'm not. What happened? She got stabbed in the arm by demon fucking Merrick. Seriously? It wasn't because of me, was it? Nein, wegen anderer Probleme. No. Somehow we've got our own shit with him now. That's crazy. Fuck that guy. I wish I could get my hands on him. Drew, chill out, okay? I'm headed out. Everything okay in here? Yep. Yeah. Don't have too much fun now. Try to keep it appropriate for the hospital. Bye, Dad. See ya, Pops. Maybe I shouldn't have mentioned Damon. Rachel's waiting for me. Shouldn't stay here too long. Werden uns aber auf jeden Fall die ganzen Sachen anschauen. Es tut mir leid, Spiel, dass ich mich hier umsehen will. Meine Güte. That'll be an interesting read. Was steht da? Bio-Hausaufgaben. Nimmst du noch an der Prüfung am Montag teil? Mehrfach Auswahl. Alle ungeraden Fragen auf Seite. Okay, freie Antwort. Falls du dich fit genug fühlst, ich arbeite in einem Artikel über bestimmte Freizeitaktivitäten in Blackwell. Vielleicht kannst du mir einige Fragen beantworten von Juliet. Okay. Pudding. Geil. Oh, sogar mit Sahne. Want to eat that right now. Oh, können wir ihn fragen, ob wir ihn essen dürfen? Nein, schade. Blumen. Those must be from Steph's parents. Hübsch. Ja, stimmt. George und Lita? Keine Ahnung, hab ich nicht ganz sehen können. Was steht hier denn so drauf? Damn. In 8 out of 10. Oh je. Ach, da Schmerzen. Das ist auch mies. Was haben wir hier? Look at that. Wells being nice for a change. Das will ich sehen. Drew, ich möchte mein tiefstes Beileid für Ihre Verletzung ausdrücken. Ich strebe danach, Blackwell zu einer sicheren Umgebung zu machen, die alle Schüler willkommen heißt. Jetzt erkenne ich, dass ich in diesem Bestreben in vielerlei Hinsicht versagt habe. Ich möchte, dass Sie wissen, dass die Schüler und die Fakultät von Blackwell auf Ihre baldige Genesung hoffen. Blackwell ist sich Ihrer Abwesenheit schmerzlich bewusst. Ich habe sichergestellt, dass Ihre Trainer bereit sind, alle Bedürfnisse zu erfüllen, die zu Ihrer Gesundung erforderlich sein könnten. Aufgrund der Tatsache, dass Sie auf dem Blackwell-Gelände verletzt wurden, kann ich nicht anders, als mich verantwortlich zu fühlen. Ich suche bereits nach neuem Sicherheitspersonal. Falls es irgendetwas gibt, das ich tun kann, damit Sie sich nach Ihrer Rückkehr sicher fühlen, zögern Sie bitte nicht, mir dies mitzuteilen. Freundlichen Grüßen, Direktor Ray Wells. Wir wissen ja, wie das mit dem neuen Sicherheitspersonal aussieht. Also ich gehe jedenfalls davon aus. Ich weiß das halt, weil ich habe Life is Strange gespielt und auch auf diesem Kanal Videos dazu gemacht. Aber falls ihr es nicht wisst, dann natürlich doof. Aber ja, ich gehe jedenfalls davon aus, weil das ist halt mein Wissen. I wonder if Drew will ever play again.
Hey Drew, das mit deinem Bein tut mir leid. Wir werden dein Talent und deine Führungsqualitäten auf dem Feld vermissen, während du dich erholst. Werd wieder fit und lass es mich wissen, wenn du etwas brauchst. Coach McKenna. Alles klar. Ich weiß gar nicht, ob er wieder... Ich habe da echt keine Ahnung mehr davon, wie das war. Ob er dann wieder problemlos spielen konnte. I think the football team needs thicker helmets. Yep. Definitely too many concussions. Okay. Genürt denn... Wow. Glückwunsch zur Vasektomie. Ist klar. Save me some painkillers, Zack. Logan. Ah, was für Idioten, ey. Ganz ehrlich. It's nice that Mikey and Steph seem to be staying here all day. Yep. Reden wir doch mal mit denen. Drew's been in a lot of pain today. Damn. Drew looks really low. Hey. Sorry for losing it there. It's nice of you to come by. Erhol dich gut. Feel better. I mean, no pressure. I know it's gonna take a while. You know what? I'm kinda tired. Oh. Right. I'll leave you alone. Wow, haben wir jetzt echt was Falsches gesagt? Naja, dann... Ciao. Nett. All right. I'm gonna head out. Dafür haben wir Rachel warten lassen. Chloe. Agreed. Don't be a stranger, okay? Yeah. Tell Rachel we're rooting for her. You bet. Ob ich das auch hätte weglassen können quasi, also dass ich direkt, als sie aufgewacht ist, zu Rachel hätte gehen können, wahrscheinlich, oder? Aber natürlich möchte ich das nicht verpassen. I'm sure Rachel can't wait to see you. Yay, gehen wir doch rein. Dad, I'm glad that you're here. Me too, Rachel. It really hurts. Shh. The pain will pass. Chloe's here. You want me to stay? No. I'll be okay. Thanks, Dad. I'll come back in a little while. My guardian angel. Steph sagt hallo. I saw Steph earlier. She says hey. Steph's so cute, but not as cute as you. Stop. I mean it. Rachel, I'm sorry. What? What for? You're here because of me. Because I choked back there in the junkyard. What? Shut up. You were so fierce and I just froze. God, I fucked it up. I'm so sorry. And you saved my life. You saved my life. Mach das nie wieder? Just don't do that again. Play the damsel in distress.
You got it. No. Attack a psycho with a 2x4. That was crazy. Newsflash, Chloe. I'm a little crazy. Crazy hot. Happy that your dad's here? I mean, I'm still mad at him for everything he's done. But it felt so good to lean on him. He's my dad, you know? I felt completely safe. Like on Mount Hood. Would you do something for me? Anything. Sarah. The mom. It's so weird to say. I'm not even sure what she is, honestly. But I think I still want to meet her. Bist du sicher? Are you sure? She could be completely different than you imagine. I'm sure. I don't even know if she's still in Arcadia Bay. But if she is, will you find her, please? You really want this, don't you? I do, Chloe. I really do. Then, of course, whatever it takes. I bet my dad has her number. Maybe in his office. Our house key's just under the mat. The code is 0722. To your dad's office? 0722. Yeah. My birthday. I'll find her, Rachel. And then I'll tell her how fucking cool you are. Thank you, Chloe. For everything. Also, da hätte sie jetzt auch genauso gut sterben können. Das hätte jetzt genauso ausgesehen. Und das wären genauso gut auch passende letzte Worte gewesen. Okay. Naja. So viel dazu. Was? Hey, Elliot. Hey! Wait. Your hair, it's different. Yeah. Yeah. I like it. It's nice. wie läuft's bei dir? How have you been? Like, since last night? Holy shit. The tempest was just yesterday? Yes? So much has been happening lately. I actually brought Rachel here just a while ago. But it feels like forever. What? Rachel's here? What happened? Ich weiß nicht, vielleicht möchte sie das lieber für sich behalten. I think she's keeping that private for now. She's okay, though.
Well, that's good. I guess I'll stop by after I see Drew. She probably wants privacy. Oh. Right, of course. Are you two in some kind of trouble? You can tell me if you are, you know. I won't judge. Nee, er fände das bestimmt sogar ganz cool, so wie der Typ drauf ist. Ich halte dich auf dem Laufenden, aber wir erzählen es dann nicht, oder? Ich sag das einfach mal. I'll make sure to keep you posted. Right now, I'm here to take care of Rachel. Chloe. I'm seriously worried about you. Well, don't be. I mean, you're hanging out with Rachel Amber a lot lately, right? So what? So, obviously, something is going on. Es ist wirklich okay, Junge. I swear, man. Everything's really okay. Okay. I trust you. Just remember I'm here, okay? If you suddenly need something. Thanks. Anyway, see you around. Yeah. See you around, Chloe. Der Typ. Aha, und was denkt er jetzt? Das würde mich ja interessieren, woran er jetzt denkt. Ja gut, was sie jetzt vorhat, wissen wir ja. Hello? Wow. Du machst aber schon die Haustür zu, ne? Dann nicht. Lass sie halt offen, damit jeder sofort sieht, dass hier jemand drin ist. Voll die gute Idee und so. I need to. Ja, Tür zumachen? Nein? Okay, dann halt nicht. Tch. Eine Verbrechenskarte. Arcadia Bay's least wanted. Was steht denn hier so? Warte mal, ich guck erstmal hier. Alex Keller. Suspect Damon Merrick. Alles klar. Moment. Schwere Körperverletzung mit tödlicher Waffe. Tumnus Sägewerk. Was ist denn das Tumnus Sägewerk? Entschuldigung, nach einer verbalen Auseinandersetzung mit dem Opfer schwang Merrick einen Schürhaken und schlug dem Opfer damit mehrmals auf den Kopf. Wow, bevor er vom Tatort floh. Wow, Merricks Handschuh wurde gesichert und als Beweis eingereicht. Ein Notruf wurde um 22.21 Uhr aufgenommen und ein Beamter erreichte den Tatort mit Sanitätern um 22.38 Uhr. Das Opfer wurde ins Krankenhaus transportiert. Ein Beobachter, der um Anonymität bat, gab an, dass der Angreifer Damon Merrick war. Okay, krass. Dann hat er Drew verprügelt und ihm das Knie schwer verletzt. Dann hat er jetzt Rachel mit dem Messer bedroht. Also der Typ ist wirklich gefährlich. Keine Ahnung, was sein Problem ist. Ich finde das lustig, dass der Bro steht für Brown. Bro. Warum denn auch nicht? Da ist also Damon, da ist Frank. Da sind die Typen, mit denen wir in der Scheune zu tun hatten, die ihn verprügeln wollten. Ja, okay. Was haben wir hier denn?
Und, wie sieht's aus? What do we have here? Oh, das sind wahrscheinlich die ganzen Beweisstücke. I should check the computer or some of those files laying around. Was, können wir die Schublade nicht wieder zumachen? Okay, dann ja, mach's doch noch ein bisschen offensichtlicher, dass du eingebrochen bist, Chloe. Richtig gute Idee. If it can rain ash, I guess it could snow in LA. Ja, warum denn auch nicht? It's the big one. Sehr gut. Schneit. Hier haben wir noch eine Akte. James has a file on Frank. I'd love to read this, but I've got to focus on finding Rachel's mom. Oh, seit wann das denn, Chloe? Meine Güte. Best dad. That stuff is all politics anyway. Hä? Was ist denn da? Aha. Was ist da wohl drin? Geld? Diamanten? Sweet. A secret key. Now to find the secret lock. Sehr cool. Mikey hat uns was geschrieben. Hey Chloe, danke für deinen Besuch. Drew sagt, viel Glück da draußen. Again, danke ihm auch viel Glück. Chloe? Ja? Hätte ich auch geantwortet, du bist stärker als alles. Oh, hoffentlich. Das ist sehr süß von ihm. Das ist sehr lieb von ihm auf jeden Fall. Hier hätten wir noch einen weiteren Tagebucheintrag, den ich irgendwann lesen werde. Irgendwann später mal. Hier haben wir eine abgeschlossene Schublade, die werden wir wahrscheinlich gleich öffnen. Sheldon. Why do I feel like I've heard that name before? Ich weiß auch nicht, wer das sein soll. Pro tip. When digging for secrets, try the DA's computer. I guess getting your ass kissed comes with the DA territory. In appreciation of your integrity, honesty and dedication to the fair and ethical administration of justice. Der Service Award. Na, herzlichen Glückwunsch. James sure keeps lots of files on people. Jared Scott. Die linke Schublade. Damit wir alles einmal angeschaut haben, gucken wir die natürlich auch an. Ein Gläschen Wein. More Sherry. Ein Sherry-Freund also. Ja, wir sind ja eh schon hier offensichtlich eingebrochen. Dann können wir auch noch ein bisschen die Flasche bekritzeln. Kein Ding. Ah, Chloe, ey. Gute Chloe. Secret Boostash. Ah, meine Güte. Das Mädel. Gucken wir uns nochmal den Computer an. Even if James is trying to protect Rachel from her mother... This seems like a pretty terrible way to act. S. Gearhart, okay. Es reicht. James, das reicht. Als du mir im Park sagtest, dass du nicht zulassen würdest, dass ich ein Teil von Rachels Leben werde, war ich selbstverständlich wütend. Aber ich verstehe dein Bedürfnis, sie zu beschützen. Das ist dein Vorrecht als Elternteil. Aber diesen Kerl zu schicken, um mich zur Vernunft zu bringen, du bist dabei, von deinem hohen Ross zu fallen. Wie kann ein Staatsanwalt sich so verhalten? Was würden die Wähler sagen? Ich habe ein Recht, meine Tochter zu treffen. Und der Anwalt, mit dem ich sprach, stimmt mir zu. Doch viel wichtiger ist, dass Rachel ein Recht hat, zu wissen, wer ihre Mutter ist. Ein Recht, die Wahrheit zu kennen. Du weißt, was das Richtige hier ist. Also tu es, Sarah. Wen hat sie denn geschickt, um zur Vernunft gebracht zu werden? Oh mein Gott. Aber nicht genau der Schlägertyp, nachdem er die ganze Zeit fahndet, oder? Ich hoffe mal nicht. Das wäre ja schon ein bisschen krass. Wir schließen auf jeden Fall mal die Schublade. Locked drawer inside locked office. Seems promising. Werden wir auf jeden Fall mal aufschließen. Dafür haben wir ja den Schlüssel. Ich denke mal, da wird ein bisschen was zu Sarah zu finden sein, oder? Wir können zur Not doch einfach die E-Mail schreiben. Welcome to Shadyville. Shadyville? Sehr schön. Das werden wahrscheinlich alle Erinnerungen an Sarah sein, oder? James' stamp collection.
Oder das? Das wohl eher. Ja. Ein zweites Handy. I have to know who James is talking to on the secret phone of his. It could be about Sarah. So, mal gucken. Wir lesen mal die gesamte Konversation. Ey, wenn schon, dann richtig, ne? Das heißt, du kannst mir mit meinem Problem helfen. Grenzen werden überschritten. Wie? Reden wir. Ich rufe heute Abend an. Ich habe die Person gefunden, nach der du suchst. Ich rufe dich in 15 Minuten an. Nun? Ich bin keine Wohlfahrt. Du musst tun, worüber wir geredet haben. Ich kann nicht. Hier kannst du das. Ich habe mit deinem Mädel geredet und sie hat eine große Klappe. Wie sie herausstellt, ist sie nicht leicht zu überzeugen. Wir müssen etwas deutlicher werden. Tu ihr nicht weh. Oh. Okay. Warte mal, ich muss nochmal lesen. Person gefunden, nach der du suchst. Okay. Ja, du musst tun, worüber wir geredet haben. Spann dich, mein bester Mann kümmert sich darum. Wie geht's deiner Tochter? Du weißt, sie hat mich zuerst angegriffen, oder? Bring ihr bessere Manieren bei. Er kooperiert doch mit Damon. Offensichtlich. Wow. Nichts? Ich schätze, du wirst es nicht mehr erledigt haben. Wow. Wow. James is working with Damon Merrick? Das ist krass. This is insane. What were they talking about? Is the girl Damon's talking about Sarah? Whatever is going on, I need to see if Damon knows where Sarah is. But how do I get him to tell me? Where's Sarah? es ist ganz einfach. Entweder du tust, was ich will, oder ein kleines Problem wird zu einem großen Problem. Hast du dich jetzt um den Beweis gekümmert oder nicht? Shit. What do I say? Hab ich. Ich weiß, das ist alles neu, aber so funktioniert's. Du zeigst mir den Beweis, ich gebe dir, was du willst. James actually has this evidence. Don't think Damon will tell me where Sarah is. Unless I send him a picture. Puh. Wovon? Wovon könnten wir, Briefe. Die können es sein, oder? Die Briefe? Sarah sent all these doch nicht. Letters. And James never gave them to Rachel? That's so messed up. Okay. Nee, mir fällt aber gerade auf, die Briefe werden wir uns das nächste Mal anschauen. Dann werde ich die mal ein bisschen lesen, mal gucken, was da noch so steht und dann auch noch den Beweis für Damon finden. Bin mal gespannt, wie wir das hinkriegen werden. Yay, wir arbeiten mit Kriminellen zusammen. Das wird sicher super ausgehen für Chloe. Total die gute Sache, wo sie auch so erfahren ist in alledem und so. Naja, wir sehen dann das nächste Mal direkt morgen, wie es hier weitergeht. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag und ja, bis zum nächsten Mal.